dem Dialogprojekt Löschen werden Ihnen links sämtliche vorhandenen Kalkulationsprojekte angezeigt. Sie sehen als erstes den Projektnamen und daneben den letzten Zugriff hier mit Datum und Uhrzeit. Die Sortierung der Liste können Sie entweder nach dem Projektnamen oder nach dem letzten Zugriff organisieren lassen. Sie haben ebenfalls über die Funktion Suchen nach die Möglichkeit, nach Teilen des Namens des Kalkprojektes zu suchen. Dafür einfach den gewünschten Begriff eingeben und auf das Filtersymbol klicken. Sie sehen jetzt nur mehr die gefilterten Objekte. Möchten Sie den Filter wieder rausnehmen, löschen Sie einfach den Inhalt im Dialogfeld Suchen nach und klicken erneut auf die Suchfunktion. Die rechts angezeigten Informationen beziehen sich immer auf das links ausgewählte Projekt. Sie sehen hierbei ganz oben den Namen der Kalkulation. Ebenso wird Ihnen angezeigt, wann diese geöffnet, berechnet, erstellt wurde. Ihnen wird das Datum der Planung, der Name der Planung angezeigt und Sie erhalten für die Kalkulation die Information, mit welcher Version das Ganze erzeugt wurde, wann es erstellt wurde, wann es das geöffnet wurde und wie der Gesamtpreis der Kalkulation ist. Mit OK bestätigen Sie das Löschen des ausgewählten Objektes. Mit Abbruch brechen Sie den Dialog ab. Beispielhaft wählen wir eine Kalkulation aus, sagen okay, es kommt nochmal die Abfrage, soll es wirklich gelöscht werden. Wenn Sie das jetzt mit Ja bestätigen, wird das Projekt gelöscht. Wenn Sie Nein sagen, wird es nicht gelöscht.